Assalamu alaikum, meine Lieben. Hier ist wieder die Khadija, die Deutsche am Nil. Ja, was erzählen wir heute? Heute wird es wieder lustig, einigermaßen. Also ich finde es zum Beispiel, zumindest lustig. Meine Familie, na, die hatten also meine Schwiegereltern, die haben einen Fernseher. Halt so, besser, glaube ich. Die haben einen Fernseher, vor anderthalb Jahren ist der kaputt gegangen. Letztes Jahr, circa anderthalb Jahren, letztes Jahr in Ramadan. So, wir haben ja einen Flachbildschirmfernseher bekommen und haben unseren alten Fernseher ja zur Seite getan, Reserve, falls was sein sollte. Haben wir natürlich unseren den Schwiegereltern gegeben und mein Mann hat den Fernseher zur Reparatur gebracht. Das ist bei uns hier in Aluminium City ein Fernsehreparateur, das ist von uns 15 Minuten entfernt. Der kennt sich mit Fernsehern aus und alle bringen ihre Fernseher dorthin. Jo, einfach abgegeben und dann auch vergessen. So, es ist ja auch so, dass hier, wenn jemand einen Fernseher hat, dann ja, kümmert man sich nicht drum. Wir haben unseren, die haben ihren, die Zeit vergeht. Und nach, ja, jetzt vor einem Monat oder so, kamen die Eltern, haben sie, die Schwiegereltern, haben Probleme mit dem mit unserem Fernseher gehabt, weil irgendwie die Fernsteuerung nicht funktionierte. Dann haben sie doch sich erinnert, wo ist denn eigentlich unser Fernseher? Ne? Mein Mann gefragt und der, Ayuasa, den haben wir ja ganz vergessen. Ne? Nach anderthalb Jahren Reparatur, ne? Sollte das ja mal in Ordnung sein. Ne? Der Typ hat auch nicht mehr angerufen und ja, hat einfach den Fernseher dann so lagermäßig bei sich behalten. Okay. Man muss ja auch dazu sagen, dass hier die Fernbedienungen, weil sie eben schlechtere Qualität haben, einfach kaputt gehen öfter. Und meine Familie zumindest alle zwei Monate brauchen die eine neue Fernbedienung, weil die Kinder setzen sich drauf, die fällt auf den Boden, man drückt zu stark rum, zack, ist es gebrochen. Ja, ist einfach so, muss man echt sagen. Und die sind auch so leicht, also richtig schlechte Qualität. Und die kosten dann auch nur 50 Cent, so eine Fernbedienung. Ja, ich musste mal lachen, schon wieder brauchen die eine neue. Also ich habe meine immer noch. Aber gut, wenn halt so viele Kinder und unachtsam damit umgegangen wird, zack, fällt's runter, kaputt. Und ja, da war es mal wieder soweit, ihre Fernbedienung kaputt. Erinnern sie sich, ey, wir haben doch einen anderen Fernseher. Ne? Und ich war eigentlich auch schon lange am Sagen, meinem Mann, ich brauche den Fernseher, weil ich habe unser DVD-Player. Die Kinder sollten einfach, jetzt kommt der Winter, ich möchte, dass die Kinder ihre Kinderfilme sehen. Wir haben ja eine ganze Sammlung DVDs. Und Kinderfilme eben, da wir unseren Fernseher nicht mehr benutzen, wir leben seit diesen Ramadan ohne Fernseher. Nein, stimmt gar nicht. Nicht seit Ramadan. Ihr wisst ja noch das Baustellenvideo, als mein Schwager oben aufgebaut hat, ne, da wurde unsere Schüssel entfernt, dann hatten wir ein paar Tage kein Fernseher und ja, dann sind wir halt so geblieben. Weil im Endeffekt ist Fernseher auch nicht in Ordnung, ne, so viele, ja, das ist Zeitverschwendung und mein Mann auch immer sehr spät ins Bett gegangen, weil er diese ganzen Actionfilme immer angeschaut hat. Und jetzt haben wir ein viel besseres Leben. Wir verschwenden keine Zeit mehr. Und der Younes, der schaut auch mehr YouTube, deutsche Kinderfilme. Und zack, redet er mehr Deutsch. Seht ihr? Also, es hat einfach nur Gutes auch. Okay, er vermisst natürlich die arabischen Kinderfilme, aber na und? Hat er halt die deutschen Kinderfilme. Und jetzt, da ich meinen Fernseher wieder möchte, weil er die deutschen DVDs angucken soll, habe ich auch meinen Mann erinnert, du, wann sieht es aus? Ja, wir müssen mal wieder zu dem Reparateur gehen. Na, dann hat mein Mann den angerufen und der wusste natürlich nicht mehr, wer mein Mann ist, nach so langer Zeit. Fährt dahin. Ah, das ist euer Fernseher, das ist ein LG. Also, nehmt den mal mit, der ist repariert. Gezeigt, guck, alles tukulutamam, funktioniert, nehmt ihn mal mit. Naja, und ich voll froh, ne, der Fernseher geht, nimm meinen wieder rüber. Die Kinder voll froh, ne, DVD-Player angeschmissen, Kinderfilme geschaut. Dann gehe ich mal rüber zu denen und dann sagt meine Schwägerin, nur by the way, ne, nur mal unter uns gesagt, das ist gar nicht unser Fernseher. Hä? Mein Mann, der weiß ja auch nicht, wie der Fernseher von der Familie aussieht, ne, die Schwägerin weiß das. Und alle, mein Mann hat halt, und der Typ, der Reparateur-Typ, hat den Fernseher meiner Schwiegereltern jemand anderem gegeben, weil die hatten einen silbernen und haben jetzt einen schwarzen zurückbekommen. Aber die gleiche Marke, ne, waren sie natürlich unzufrieden, mein Mann ruft den wieder an, also das ist nicht unser Fernseher, er hat gesagt, aber ich habe hier keinen anderen. Ja, stell dir vor, der andere Typ,
Der hat einfach den Fernseher nach 1,5 Jahren irgendjemand anderem gegeben oder vielleicht davor schon. Der hat sich nicht beschwert, weil jetzt hat er einen silbernen, sieht natürlich besser aus. Und ja, um meine Familie stört es auch nicht, aber es ist halt nicht unserer. Das Gute aber jetzt ist, Alhamdulillah, dieser silberne Fernseher, der ist verflucht, weil genau für diesen silbernen Fernseher, wo sie hatten von LG, gab es nie Fernbedienungen. Ne? Und das wird der Typ jetzt merken, der geschwiegen hat und den einfach einbehalten hat, weil der wird sagen, er findet keine richtige Fernbedienung, weil die gibt's, diese Produktion, ich weiß nicht, diese Seriennummer ist einfach seltener. Die haben richtig Probleme gehabt damit. Ja, und meine Schwiegerfamilie haben jetzt gemerkt, hey, dieser Fernseher hat die ganze Zeit Fernbedienungen, also, weil die gehen ja regelmäßig kaputt, behalten wir den. Und der andere konnte auch nicht mehr wissen, wem er das gesagt hat. Also, das End vom Lied, Alhamdulillah, wir haben einen neuen, den reparierten Fernseher bei der Schwiegerfamilie. Und ja, mit der neuen Seriennummer in Schwarz, na und, aber die Fernbedienungen sind halt, ne, universal, können sie viel besser nachkaufen. Das End vom Lied, alle glücklich. Meine Kinder haben, wir haben unseren alten Fernseher wieder, die Schwiegerfamilie, ne, mit ihrem. Und wie gesagt, Fernsehstory beendet. So ist es in Ägypten. Da macht keiner einen Zettel drauf mit Namen oder so. Hey, ich hab's repariert. Komm vorbei, such dir ihn aus, welcher ist es. Und wenn du den falschen mitnimmst, hast du auch Glück gehabt, ne? Ja. Und die Reparatur, by the way, hat nur 125 Pfund gekostet. Der wollte noch wegen Lagerkosten haben, weil das ja so lange her ist. Er hat sich auch gewundert, warum wir uns nicht mehr gemeldet haben. Und mein Mann natürlich mit seiner geizigen Art immer gesagt: Ach, was willst du da verlangen? Wir haben es halt vergessen. Malisch, Schicksal, so ist es. Halas, was hat er auch gesagt? Okay, nimm halt mit und fertig. Ne? 125, 130 Pfund Reparatur und ja, neuer Fernseher, einen viel besseren sogar noch. Also, was willst du sagen? Wieder Glück im Unglück gehabt, Alhamdulillah. Und der Typ, der geschwiegen hat, siehst du mal, der hat nämlich gedacht, jetzt hat er einen Vorteil dadurch, weil es halt besser aussieht. Die Schwarzen sind natürlich oldschool, ne? Nicht so schön wie so ein silberner Fernseher. Aber außen hui, innen pfui, ne? Bringt ja auch nichts. Das ist die Fernsehstory. Wie sieht's denn aus? Also, hoch Akku. Ne? Wie sieht's denn bei euch aus? Kennt ihr so Sachen? In Deutschland haben wir ja alles gute Qualität, ne? Ich meine, auch wenn du zum Reparateur gehst, da kriegst du einen Anruf, der Fernseher ist fertig, hol ihn ab. Das funktioniert hier nicht. Der wartet vielleicht jahrelang, bis der Fernseher abgeholt wird. Da muss ich wirklich lachen. Das kann doch nicht sein. Und dann hast du ihn endlich. Und jetzt kommt das Beste, der Schwiegeropa, ne, der Schwieger. Vater hat erst nachdem 2, 3 Wochen vergangen sind, gemerkt, dass es ja gar nicht sein Fernseher ist. Ne, und sagt, nö, das akzeptiert er nicht, er will seinen Fernseher haben. Ne, mein Mann hat gesagt, also ich kann da nicht mehr hingehen, der denkt, ich bin nicht ganz sauber, nimm den falschen Fernseher mit, tu noch rum und um. Also wenn ihr den Fernseher umtauschen wollt, geht selber hin, ihr wisst, wo es ist, ich fahre euch hin, aber ich komme nicht mit rein, fertig. Naja, dann haben alle ihn überzeugt und haben gesagt, ciao. Wir haben jetzt eine Fernbedienung immer für diesen Fernseher. Alhamdulillah, jetzt hält er auch seine Gosch. Alles gut. Der Habibi-Opa ist auch zufrieden. Yalla, so ist es halt. Alhamdulillah. Nicht immer beschweren, manchmal kommt auch was Gutes dabei raus, ne? Und der andere, der jetzt Pech gehabt hat, schämt sich zu sagen, das ist nicht sein Fernseher, weil, ja, wäre ja blöd nach so langer Zeit. Yalla, das war schon wieder von mir. Wenn euch die Story gefallen hat, hinterlasst mir einen Daumen nach oben. Ich kann euch noch mal kurz zeigen. Ich bin jetzt mal wieder im Stall. Ihr habt euch gewünscht, dass ich öfter mal Videos im Stall mache. Mache ich gerne für euch. Hier, das ist die neue. Ich habe mich für den Namen bis jetzt noch für Busa entschieden. Das heißt Küsschen auf Arabisch oder Kuss. Na? Da, die ist jetzt geschwängert worden, wie ihr im Video gesehen habt. Wir werden sehen, nach ein paar Wochen, so 21 Tage, 28 Tage, kann man erkennen, ob sie aufgenommen hat oder nicht. Mache ich euch mal einen runden Umblick. Wo ist da ist Bambi? Die sonnt sich. Na? So. Wo sind wir? Da, die Schuschu. Die Emma. Und der Schorsch, der guckt mich hier an. Schorsch. Da ist er. Ja, so sieht's aus bei uns im Stall. Es ist schön ruhig, die Vögel zwitschern. Mein Mann ist gerade unterwegs mit Jonas. Die sind in Nag Hammadi. Ein bisschen was organisieren. Ich brauche ja immer wieder neue Sachen. Einkaufen. Und ich gehe jetzt in meine Küche und koche das Essen. Heile Welt. Naja, nicht immer so.
Aber jetzt haben wir wieder Ruhe. Und die Television Story ist beendet. Die wollte ich schon lange erzählen, habe ich immer wieder vergessen. Jalla, das war schon wieder von mir. Bis die Tage, Masilema. Bye bye.